Der Schritt vom lebenden Rind zum Schlachtkörper im Kühlhaus, ohne dass die Tiere leiden müssen. Veronika Weber ist Tierärztin und kümmert sich um Tierschutz am Schlachthof. Seit den frühen Morgenstunden werden am Schlachthof Waldkraiburg des Vion-Konzerns Rinder angeliefert. Alles sehr verwinkelt. Hallo. Gut 700 Tiere werden heute hier geschlachtet. Über 90% der Rinder kommen aus einem Umkreis von maximal 150 Kilometer. Der Schlachthof wurde 2018 umgebaut und modernisiert. Seitdem gibt es lange Abladerampen und viel Ruhe. Mit dieser Konstruktion fördert man wirklich das eigenständige Vorwärtsgehen der Tiere ohne großes menschliches Einwirken. Die 30-jährige Tierärztin ist für Lebensmittelsicherheit, Tierschutz und Verbraucherschutz an allen deutschen Standorten von Vion hauptverantwortlich. Sie erarbeitet alle Vorgaben, nach denen die Schlachthofmitarbeiter mit den Tieren umgehen und sie begutachten. Auch sie selbst kontrolliert im Rahmen von internen Kontrollen die Tiere in den Warteställen immer wieder mit. Natürlich ist das Abladen einer der ersten Schritte, wo der Tierschutz bewertet werden muss. Wir wissen ja nicht, in welchem Zustand diese Tiere ankommen. Und da ist es auch die Aufgabe als Lebensmittelunternehmer, das schule ich auch unseren Mitarbeitern, dass wir den Zustand der Tiere genau bewerten und natürlich auch den Umgang von den Transporteuren mit den Tieren. Alle Bereiche, in denen mit lebenden Tieren gearbeitet wird, sind kameraüberwacht. Die Tierschutzbeauftragten kontrollieren die Aufnahmen. Dabei wird auch künstliche Intelligenz eingesetzt. An vier Rampen wird gleichzeitig abgeladen. Das entzerrt das Geschehen. Es entsteht kein Zeitdruck, man kann ruhig arbeiten. Es ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiter keinen Zeitdruck haben. Das ist das A und O und das ist eben mit so einer modernen Aufstallung bewerkstelligt. Im Wartestall verbringen die Rinder 1 bis 2 Stunden, bevor sie betäubt und geschlachtet werden. Veronika Weber reist in ihrem Job deutschlandweit von Schlachthof zu Schlachthof. Sie kümmert sich dabei auch um den Tierschutz bei der Schlachtung von Schweinen. Aber Rinder sind meine Lieblingstiere, deswegen ich kann eigentlich nie vorbeigehen, auch wenn ich jetzt in Meetings oder Business-Meetings an einem Standort bin, dass ich nicht noch mal Wartestall reinschaue in der Mittagspause. Und man sieht, sie kommen auch zur Kamera her, weil sie einfach so neugierig sind. Und das bestärkt mich eher, dass die Tiere es hier auch noch gut haben, auch in den letzten Stunden, und dass man es baulich hier richtig gemacht hat. Beim Zutrieb zur Schlachtung gehen die Tiere wieder möglichst eigenständig in der Gruppe. Die Gänge wurden nach den Vorgaben der amerikanischen Tierwissenschaftlerin Temple Grandin gebaut. Der erste Gang ist weit und hell und führt nicht um eine Ecke, sondern mündet in einem langgezogenen Rondell. Hinter den Tieren verschließen die Tore den Rückweg. Der Schlachthofmitarbeiter lenkt die Tiere schließlich über eine Drehtür in 2 Gänge, in denen sich die Rinder nicht mehr umdrehen können und die in den 2 Ruhigstellungsboxen für die Betäubung im Nebenraum enden. Hier werden die Rinder getötet, erst betäubt und dann entblutet. Es läuft beruhigende Musik, die in erster Linie das Klirren der Ketten übertönen soll, weil das Geräusch die Rinder irritiert. In der Ruhigstellungsbox wird der Kopf des Rindes fixiert. So kann der Bolzenschuss sicher angesetzt werden. Das erste Mal war ich hier im Rahmen vom Studium, im Rahmen vom Schlachttierpraktikum, und dann natürlich ist mir ja aufgeregt. Aber ich habe es eigentlich hier eigentlich als sehr ethisch wichtigsten Punkt gefunden, weil hier kann ich aktiv dafür sorgen, dass die Tiere nicht leiden müssen, weil sie eben gut betäubt sind. Das testet sie an den Reflexen am Auge. Im Zweifel müsste nachbetäubt werden. Zwischen Bolzenschuss und dem Tod durch Entbluten dürfen maximal 60 Sekunden liegen. Auch dieser Prozess wird kameraüberwacht. Die Weiterentwicklung der Tierschutzüberwachungssysteme und der Hygiene an Rinder- und Schweineschlachthöfen gehört zu den täglichen Aufgaben von Veronika Weber.
Es ist nicht so, dass man abstumpft, auch wenn man tagtäglich mit diesem Thema Tod konfrontiert wird. Für mich persönlich ist es eher so, wenn ich im Bereich der Betäubung an unseren Standorten bin, dass ich da immer eine gewisse Anspannung habe und aufpasse, dass ja nichts falsch läuft oder dass ich sofort einschreiten kann. Und diese Spannung, die ich in diesen Augenblicken, wenn ich in diesen Bereichen tätig bin oder Kontrollen durchführe, die hat überhaupt nicht nachgelassen mit der Zeit. Im Privatleben ist ihr Job meistens erklärungsbedürftig. Daran ist sie gewöhnt. Natürlich wird man am Anfang immer etwas komisch angeschaut, wenn man sagt als Tierarzt, ich arbeite im Schlachthof. Und dann sagt man lieber auch bei Freunden, ja, ich arbeite in der Lebensmittelbranche. Und dann, ja, wie geht Tierschutz am Schlachthof überhaupt? Du schaust ja zu oder tötest dauernd Tiere. Ich versuche dann immer zu erklären, was meine Motivation ist und dass ich es als ethisch wichtige, verantwortliche Aufgabe sehe, eben den Tieren bei den letzten Schritten ihres Lebens das so gut wie möglich zu machen, dass die Prozesse gut ablaufen. Das ist wirklich meine Motivation tagtäglich, dass ich auch den Job arbeite. Auch die weiteren Prozesse rund um das Fleisch muss Veronika Weber mit ihrem Team überwachen. Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig Proben, die auf Keime untersucht werden, zusätzlich zu den behördlichen Kontrollen. Bei Auffälligkeiten macht sich Veronika Weber sofort an die Fehlersuche und leitet Korrekturen ein. Weil sie weiß, dass die Standards an deutschen Schlachthöfen hoch sind, isst sie Fleisch sehr bewusst. Ich vermeide eigentlich im Restaurant Fleisch zu essen, wenn es jetzt nicht unbedingt erkennbar ist, auch wo es herkommt. Und gerade auch, wenn man in einem Steak-Restaurant ist und da gibt es nur ausländisches Fleisch, dann esse ich das nicht und dann greife ich lieber zur vegetarischen Speise. An den Schlachthöfen von Vion möchte Veronika Weber auch künftig den Tierschutz weiter verbessern. Das ist ihre Überzeugung. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.